Wir spielen heute Hide and Seek in dieser XXXL Trampolinhalle! Mit dabei sind Rick. Ich bin Rick Azaz und trotz meinem Kreuzbandriss mache ich das Ding, weil ich bin sportlicher als alle anderen. Levin. Was geht ab? Ich bin Levin und mein Vater hat das Trampolin erfunden. Alex. Yo, ich bin Alex und der Trampolinpark ist mein natürliches Habitat. Let's go. Moritz. Ich bin Moritz und das ist der krasseste Stunt, den ihr jemals sehen werdet. Ihr könnt wieder diesen XXL Hide and Seek Pokal gewinnen, aber diesmal gibt es ein Handicap. Alle von euch bekommen eine Eieruhr und ihr zieht jetzt einmal aus diesem Kästchen und dann kommt die Zeit, wann eure Eieruhr angeht. Oh, 45 Minuten ist gut, oder? Was hast du? Eine Stunde. 30 Minuten? 25 Minuten. Oh. Das ist natürlich extrem schlecht für dich, Rick. Ihr habt wieder 10 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, 3, 2, 1, let's go! Okay, okay, okay. Oh, shit, let's go! Scheiße, Leute, ich weiß doch gar nicht, wo ich hin soll. Oh mein Gott, wo gehen wir hin, wo gehen wir hin? Scheiße, ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll. Okay, Leute, es wird direkt gestellt. Schauen wir mal auf 25 Minuten. Mann, Alter, warum bin ich immer derjenige, der die Arschkarte zieht? Während die anderen sich verstecken, machen wir ein bisschen Action, Leute. Nein, fuck, das war mein neues Handy. Zum Glück habe ich aber meine Caseyfy-Hülle drauf. Somit ist nichts passiert. Denn Caseyfy hat jetzt neue Handyhüllen für das neue iPhone 15. Und vor allem das Concept-Case finde ich mega nice. Ich bin schon groß und vier, komm doch und spiel mit mir. Hier an der Seite stehen diese zwei Dinger hier. Es wird nicht schaden, hier sowas zu haben. Ich würde einfach mal mitnehmen. Man kann sich da, glaube ich, einfach einhängen. Ich wär's, wenn ich hier oben, mich einfach von oben wegsneake. Ich werde das direkt mal ausprobieren. Wir dürfen halt leider nicht unter die Trampoline. Das wäre nämlich mein erster Guest gewesen. Ah, aber ich dachte mir, vielleicht verstecke ich mich auch so hinter so einer Matte und so. Also ich nehme die mir jetzt einfach mal mit. Ich hoffe, Johannes sieht das jetzt nicht. Die Handyhüllen von Caseyfy sind schlanker, eleganter und sturzsicher. Bis 1,20 Meter. Und ich wäre ja nicht Johannes, wenn ich das nicht ausprobieren würde. Das sind jetzt ungefähr 1,20 Meter. Handy funktioniert noch. Hülle ist ganz. Okay, Leute, das sind jetzt ungefähr 4 Meter Höhe. Das dürft ihr aber zu Hause auf keinen Fall nachmachen. Das teste ich jetzt extra für euch, damit ihr das nicht machen müsst. 3, 2, 1. Der Drop-Test aus 4 Meter Höhe ist auch bestanden. Außerdem gibt es neben den Compact-Cases jetzt auch die neue Instant-Drink-Hülle, die du einfach ausklappen kannst. Dann kannst du entspannt mit deinen Freunden FaceTime, Netflix schauen oder auch meine Videos gucken. Und das ist der absolute Game-Changer. Zusätzlich gibt es auch die coolsten Designs. Ich habe mich jetzt für das hier entschieden. Das gefällt mir persönlich am besten. Ist das crazy? Schaut mal, hier geht's einfach runter. Wünscht mir Glück, Leute. 3, 2, 1. Ja! Wie geil ist das denn? Digga, was geht da ab? Das ist Rick. Es gibt manche Leute, die nehmen es noch ernster als ich. Leute! Ich hab verstanden, Leute. Ich kann mich niemals fangen hier oben. Wie geil. Oh, falsche Richtung, falsche Richtung. Junge. Wie geil ist das denn? Also ich weiß nicht, ob Rick die ganze Sache überlebt, aber ich gehe hier in dieses Eck. Und jetzt habe ich noch was für euch, denn wenn ihr jetzt euch eine Caseyfy-Hülle gönnen wollt, habe ich einen 10% Rabattcode. Mit dem Code 10JohannesMRZ bekommt ihr 10% auf die Caseyfy-Hüllen. Schaut auf jeden Fall im ersten Link in der Videobeschreibung vorbei. Da könnt ihr euch die ganze Webseite durchstöbern und gucken, welches euch am besten gefällt. Also schaut vorbei, danke fürs Sponsoren des Videos und ich würde sagen, ich gehe jetzt die anderen erstmal suchen. Was ist so lecker? Hilfe! Mein Gott, Alter, er wird nicht. Ich muss hier runter. Okay, weg, Leute, meine Zeit rennt. Hier ist einfach noch so ein Park. Aber ich glaube, sowas wird halt ultra obvious sein. Ich mache jetzt mal den ultimativen Test, okay? Ihr seht jetzt einmal, wie ich mich verstecke, okay? So, also an sich sieht man mich hier nicht. Entweder er findet mich hier direkt oder auch nicht. 5 Minuten noch! Scheiße, noch 5 Minuten! Ist hier so rein? Ah, ist alles schlecht. Leute, scheiße, ich will auch nicht schon rumschreiben, Mann. Ich hab diese... Ich hab die Macht jetzt einfach weggeschmissen. Diese scheiß Eieruhr. Wie hört man denn? Alter, und da oben? Oh mein Gott! Hey, das war keine gute Idee. Kann man da irgendwie noch von der anderen Seite hochkommen? Ich will einfach diesen Fahrstuhl nehmen und dahin fahren, wo er mich rauslässt. Oh, es gibt schon eine Bar. Bar. Man kann sich hier in diesem verdammten Park nirgends verstecken. Es gibt kein richtiges Versteck. Okay, Freunde, ich bin jetzt hier oben angekommen. Ich weiß nicht, also das könnte eine gute Idee sein, das könnte aber auch eine schlechte Idee sein. Das ist auf jeden Fall noch mein Notfallplan. Oh mein Gott, wie komme ich hier runter? Ich glaube, er wird erstmal so oberflächlich alles anschauen. Und ich glaube, mein Versteck gehört so zu den oberflächlichen Verstecken. Und dann wird er so in diese Hüpfburg reinschauen und sowas. 1 Minute, Leute! Ich werde mich jetzt einfach hier hinsetzen. Es geht nicht. Da runter werde ich mich jetzt verstecken. Das wird sein. Hier werde ich runtergehen. Unglaublich. Es ist wirklich so schwer. Okay, warte mal, einmal gucken. Wenn er dann da hochkommt, kann er in der Zwischenzeit auf der anderen Seite wieder runter. Fürs Erste das Beste. Wenn ich hier runtergehe, kann ich in der Theorie hier drüber. Das kann nicht sein, Freunde. Rick hat sich jetzt einfach gerade meine Idee geklaut. Und sitzt jetzt da oben drin, wo ich eigentlich rein wollte. Ich habe nämlich echt kein besseres Versteck gefunden. Oh Mann. Leute!
Ich komme, die Zeit ist um, ich hoffe, ihr seid versteckt. Und nach dem Flughafen Hide and Seek muss ich nochmal einen drauflegen. Also werde ich bei 300.000 Abonnenten ein komplettes Fußballstadion mieten. Und nicht irgendeins, sondern eins der größten in ganz Deutschland. Deswegen abonniert sofort den Kanal und schreibt euren Lieblingsfußballverein in die Kommentare. Es geht los, ich muss jetzt irgendein Versteck wählen. Das ist eine riesen Halle, Alter. Ich habe keine Ahnung, wo die versteckt sind. Leute, er kommt. Hüpfburgen, hier gibt es Trampoline ohne Ende. Also ich habe keine Ahnung, wo man sich hier verstecken kann. Okay, wir müssen echt aufpassen, weil Johannes sucht schon. Hier in den Ritzen vielleicht? Hallo? Leute, seid ihr hier? Ja, in den Ritzen kann man nicht rein, oder? Das wäre natürlich ultra smart, aber ich glaube nicht. Der läuft da. Okay, Freunde, dann ist jetzt quasi meine Taktik, kein Versteck zu haben. Ich habe jetzt echt nichts mehr gefunden. Rick hat mein Notfallversteck geklaut und ich bin echt ein bisschen planlos, wo ich mich hier verstecken kann. Ha, hier ist safe jemand hinter. Ah, schade. Mann, Alter, du bist sowas von auf dem Holzweg. Ich bin Profi, Leute. Ich habe ihn gesehen, Schnell weg hier. Oh mein Gott. Der ist hier bei der Schnitzelgrube in der Ecke. Ja, mal sehen, ob er mich noch finden wird. Kann man hier, what the fuck, was ist das denn? Wir können ja mal hier runtergehen. Ist hier jemand? Wie kommt man hier hoch? Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht, hochzukommen, ne? Wie kommt man hier hoch? Ah, da vorne ist eine Leiter. Okay, lol. Dann gehen wir mal da hoch. Das Ding ist halt auch, dass meine Eieruhr noch auf 15 Minuten ist. Ich hoffe, bis dahin hat er die anderen schon gefunden. Ich sehe jemanden da. Oh, das wäre ein smartes Versteck gewesen. Das wäre ein sehr smartes Versteck gewesen hier. Wenn man hier reingegangen wäre, in das Hütchen. Hä, warum ist hier keiner? Ich glaube, er war direkt über mir vom Gefühl. Okay, wir nehmen die Stange runter. Wir sind Feuerwehrmann Johannes. Digga, wo sind die? Zusätzlich verlose ich noch 100 Euro unter den ersten 1000 Kommentaren. Also spammt jetzt die Kommentare voll, wenn ihr 100 Euro gewinnen wollt. Und weiter geht's mit dem Video. Das Bounce-Haus hier. Das sparen wir uns, wie gesagt, auf. Was ist das, glaube ich, dass es da ist? Das ist 100% jemand. Wir werden jetzt erstmal mit der Seilbahn eine Runde fahren. Und dann von oben gucken, ob man irgendwas sieht. Heißt, wenn einer von euch sich irgendwie offensichtlich versteckt hat, würde ich jetzt spätestens das Versteck ändern, denn wir fahren mit der Seilbahn. Ich höre Johannes, er kommt immer näher. Seine Stimme wird immer lauter. Wenn ich hier liege, dann sieht er mich nicht, wenn er darüber schaut. Also ich habe irgendwann schon von Geräusche gerade nochmal gehört, Leute. Ich hoffe, ich finde jetzt wen. Also wenn irgendwer offensichtlich versteckt ist, ne? Ich sehe euch jetzt von hier. Okay, sehe ich wen? Was ein Amateur. Einfach an mir vorbeigeflogen. Ich sehe niemanden. Shit, eine Kappe. Eine Kappe, nein. Ah, ich sehe nicht mehr, es ist so schnell, ich kann gar nicht richtig gucken. Wenn ich dieses Ding benutzen würde, dann würde ich das wenigstens schauen. Digga, wo sind die? Dankeschön. Das hat mega Spaß gemacht. Vielen Dank auch an den Sprungraum hier in Troisdorf in der Nähe von Köln, dass wir hier drehen dürfen. Richtig, richtig, richtig coole Halle. Ich hab auch immer noch keine Eieruhr gehört. Wo sind die scheiß Eieruhren? Ja, weil auch nur noch 10 Minuten. Das Ding ist, dass Rick ja 25 Minuten hatte, also 10 Minuten weniger als ich. Das heißt, wenn meine Berechnungen stimmen, müsste seine Uhr jetzt gleich klingeln. Ich bin echt gespannt, ob Alex sich. Holy shit, es hat einmal geklingelt. Ich bin frei. Ich hab mich nicht gefunden. Wie geil ist das denn? Das Bounce-Haus. Wird safe einer sein. Scheiße, er geht in diesen Gang da unten rein. Das ist fast bei mir. Was? Hier ist auch? Hier ist keiner? Ich lass mal diese Eieruhr hier stehen, weil die ist eh schon abgelaufen. Ich mach mich bereit zum Abgang. Digga, hier ist auch keiner. Oh, die Eieruhr. Hier ist eine Eieruhr, die bimmelt auch. Ich hab eine Eieruhr gefunden. Hä? Ich hab die Eieruhr. Digga, heißt hier war auf jeden Fall einer. Ich guck einmal, ich glaub Alex war es. Hab dich Spaß. Weg, Digga. Rick hat mich so. Total lost. Also bei uns ist keiner. Schade. Ich hätte echt gedacht, dass hier einer ist. Hallo. Ah, da. Oh, ich hab ihn gefunden. Ich hab ja schon ihn gefunden. Oh. Hinter dieser blauen Matte ist ja bestimmt niemand hinter. Deswegen gehe ich direkt mal weiter. Du bist raus. Musst du mich fangen? Nein, kein Fangen. Alex wurde gefunden. Das ist das Heiligenzieg für Faule hier. Nein. Bin ich der Erste? Du bist der Erste. Tut mir leid. Danke, dass du auf jeden Fall mitgemacht hast. Da vorne war eine blaue Matte. Die habe ich mir am Anfang an gemerkt. Die ist weg. Ich habe das Spiel gedribbelt. Ich hab mir da ist Alex und Johannes, Digga, dir. Hier wird der Safe nicht nochmal schauen. Ich kann von hier aus jederzeit wieder den gleichen Move machen. Er kommt, ich bin weg. Ja, weiter geht's. Wir gehen mal zum Fußball. Oh ne, zum Volleyball oder was auch immer das für ein Ball ist. Aber hier ist niemand, auch niemand. Hey, da sind ja alle raus aus dem Trampolinpark rausgegangen. Da habe ich einen sehr guten Überblick. Aber ich habe auch ein bisschen Angst, dass Jan mich hier sieht. Aber ich sehe ihn nicht.
Oh, die Schnitzelgrube. Da waren wir noch gar nicht, Leute. Ich kann ja auch ein bisschen durchgucken. Ich gucke einfach mal von oben. Oh, mein Lieber! Nein. Wie geht's dir? Bist du eingepennt? Ja. Levin ist offiziell raus. Digga, gerade hätte auch meine Ohren geklingelt. Nein. Okay, Levin, du bist raus, mein Bester. Er ist einfach nur eingepennt. Ich bin auf jeden Fall wieder. Er wollte den Wecker als Wecker nutzen, aber es hat nichts gebracht, weil ich hätte dich sowieso gefangen. Kucku! Er dachte. Okay, wir gehen jetzt mal in die Cafeteria, weil da könnte man sich ja auch verstecken. Hä? Weil als Levin gefangen hat, hat einer ganz komische Geräusche gemacht. Und ich weiß nicht, wer, wo, wie und wo, wann. Nee, da ist ein Chill-Bereich. Muss ich gar nicht den Chill-Bereich haben. Oh, da ist safe jemand hinter. Ah, Horitz. Hast du rumgeschrien die ganze Zeit? Nö. Dann ist das Rick gewesen. Rick ist der Gewinner. Ich glaube, die sind alle schon gefangen, kann das sein? Da war ich auch schon, ich war überall. Hä? Hä? Da war ich! Hier der Wanderpokal. Perfekt. Danke dir, Mann. Ich hab das Ding wieder zurückgeholt. Jetzt hab ich aber deinem Heidensieg gewonnen. Jetzt hast du gewonnen wieder. Die Rache war da. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da für dieses krasse Heidensieg. Schaut auf jeden Fall auch bei Casey5 vorbei. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao!